Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute mal erzählen, was man so als Filmemacher verdienen kann. Viel Spaß. Legen wir direkt los. Ich habe 2015 mit dem Film angefangen, habe da am Anfang hobbymäßig meine kleinen Videos gedreht, habe die auf Instagram gestellt und habe dann angefangen, für die Väter von meinen Kumpels kleine Werbeclips zu drehen. Und da habe ich dann meine ersten Euros verdient. Ich weiß noch, mein allererster Auftrag war für eine Maschinenbaufirma. Damals habe ich 50 Euro bekommen für einen, ich glaube, 2 Minuten Film über eine Maschine. Die sind heute auch noch Kunde von mir, worauf ich sehr stolz bin. Also mein ältester Kunde haben wir heute immer noch bei Malix als Kunden. Finde ich sehr, sehr schön. Und die haben natürlich immer so einen kleinen Special-Bonus. Auf jeden Fall habe ich damals dann einfach damit angefangen und habe mich dann immer eigentlich von Auftrag zu Auftrag hochgeangelt. Also beim nächsten Auftrag waren es dann 100 Euro und dann ging es immer höher. Und ich habe in meinem ersten Geschäftsjahr, also ich habe am 25.04.2017 meine Firma gegründet und habe dann in meinem ersten Geschäftsjahr als 19-Jähriger 3.300 Euro verdient in den 12 Monaten. Das war noch während meiner Abi-Zeit, also ich habe während dem Abitur einfach am Wochenende oder wenn ich frei hatte in den Schulferien, habe ich gearbeitet. Und in diesem ersten Jahr kamen dann 3.300 Euro zusammen. Klar, das ist jetzt natürlich nicht viel und das hört sich jetzt nicht irgendwie krass an. Aber sage ich mal, als Schüler das nebenbei her zu verdienen, fand ich nicht verkehrt. Und wenn man hochrechnet, wenn man irgendwie einen normalen 450-Euro-Job oder sowas noch hat, dann kommt man ja da ungefähr in diese Richtung. Im zweiten Jahr sah es dann natürlich anders aus. Ich habe dann angefangen, höhere Preise zu verlangen. Das ist auch so eine Hemmschwelle, mit der man so ein bisschen zu kämpfen hat als, als junger Kreativer, dass man da anfängt, höhere Preise zu nehmen. Und das ist auch ein Tipp von mir. Traut euch, versucht da einfach mal höhere Preise zu nehmen, weil am Anfang ist man meistens irgendwie unterbezahlt für die Arbeit, was man da leistet. Der Zeitraum im zweiten Geschäftsjahr war eben 2018 und da habe ich dann 12.800 Euro gemacht. Und da war ich schon sehr stolz und ihr müsst überlegen, ich hatte 2018, war ich ja dann fertig mit der Schule und habe dann erstmal ein bisschen Pause gemacht, habe dann Praktikas gemacht und habe dann im Wintersemester angefangen zu studieren. Und als Student nebenbei auch noch 1.000 Euro zu verdienen, also 1.060 ist es ja pro Monat gewesen, wenn man es runterrechnet. Das war schon sehr, sehr nice und ich habe damals ja noch daheim gewohnt, also ich hatte eigentlich keine Kosten. Das Einzige, was ich zahlen musste, war Auto und ein paar Versicherungen und halt natürlich meinen Sprit, wenn ich irgendwie in die Uni fahren musste. Ich habe damals aber auch noch Taschengeld von meinen Eltern bekommen, das muss man auch noch dazu sagen. Und also da habe ich schon ein sehr, sehr gutes Studentenleben gehabt, was dann natürlich sehr praktisch war für mich. Und da konnte man sich dann auf keinen Fall mehr beschweren. Dann im Jahr 2019 haben wir dann, beziehungsweise Ende 2018 haben wir Malix gegründet, haben dann aber erst ab 2019, also im Geschäftsjahr, angefangen, dort die ganzen Rechnungen darüber zu stellen. Am Anfang lief das dann noch über meine alte Firma. So die ersten, ich glaube, 5 Rechnungen oder so, die wir noch mit Malix in dem Sinne hatten. Und dann ging es los mit Malix und jetzt sind wir natürlich in anderen Summen unterwegs, die ich jetzt aber in dem Video jetzt nicht behandeln möchte. Das können wir mal in einem anderen Video behandeln, was wir da so haben, wenn da die richtigen und fertigen Ergebnisse da sind von der Steuerberatung. Die haben wir jetzt zum Jahreswechsel bekommen, war ich auch ganz happy mit. Aber was möchte ich euch noch mit diesem Video vermitteln? Ihr habt jetzt mal die Zahlen bekommen, also 3.300 Euro im ersten Jahr, 12.800 Euro im zweiten. Und ich will euch einfach damit sagen, dass es als Studentenjob oder als Schülerjob auf jeden Fall machbar ist, sich da was dazu zu verdienen. Viele wissen auch nicht oder bekommen solche Infos oder solche Zahlen nicht gesagt. Ich habe ungefähr so 2 bis 3 Aufträge im Monat gehabt. Also ich habe immer versucht, dass ich am Wochenende was filme und dann unter der Woche was schneiden kann. Und dann zum Wochenende hin also das Projekt fertig habe, also dass ich so pro Projekt eine Woche brauche. Und mein Durchschnittspreis waren so zwischen 300 und 500 Euro pro Projekt. Und das ist auch so eine gute, Schwelle, wenn ihr damit anfangt, Geld zu verdienen, wenn ihr unter diesen 500 Euro bleibt. Weil das sind oftmals so Beträge, wo Unternehmen sagen, ja okay, mach mal, auch wenn das jetzt vielleicht kein überkrasses Ding wird, aber das tut denen nicht weh. Und gerade wenn man am Anfang ist, für euch als 18-Jähriger oder als Schüler sind natürlich 500 Euro mega cool.
Und ja, klar nicht vergleichbar, was wir jetzt heutzutage machen. Da kann man jetzt nicht für so ein Projekt dann irgendwie mit 500 Euro auskommen. Das will ich hier auch gar nicht sagen, dass man hier irgendwelche Dumpingpreise jetzt machen soll. Aber einfach so als Tipp für mich als Anfänger, unter diesen 500 Euro zu bleiben, weil man da einfach mal easy so ein Ding raushauen kann. Was auch interessant ist, sind natürlich unter 1000 Euro. Also das ist natürlich auch noch so eine Schwelle, wo Unternehmen oder Unternehmer sagen, vierstellig, bla bla bla. Also da ist auch so eine weitere Schwelle, wo man dann ja immer bedenken sollte, okay, verlange ich da jetzt 1100 Euro oder vielleicht 980 oder so. Da ist es dann meistens einfacher, diese 900 Euro durchzukriegen, als dann gleich einen vierstelligen Betrag. Ja, was kann ich euch noch empfehlen bezüglich diesen Beträgen? Ich habe auch immer geschaut, dass ich Unternehmen finde, für die, sag ich mal, solche Summen jetzt nicht relevant sind. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel ein SAP anschaut, wenn die jetzt irgendwie 300 Euro für einen Werbefilm ausgeben, ja, das merken die nicht wirklich. Aber wenn ihr natürlich jetzt irgendwie einen Friseurladen vor Ort nehmt und von denen 400 Euro verlangt, das steht in einem anderen Verhältnis. Und deswegen versucht irgendwie mit euren Connections, mit euren Beziehungen Kunden zu bekommen, für die dieses Geld, sage ich mal, im Verhältnis weniger bedeutet oder für die es im Verhältnis weniger ist. Was auch ein guter Tipp ist, wenn ihr mit Menschen verhandelt, also wenn ihr über Preise verhandelt, wenn es nicht denen ihr eigenes Geld ist. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Marketingbeauftragten von so einem Unternehmen sprecht, dann verhandelt der über das Marketingbudget. Sagen wir, der hat 1 Million Euro Marketingbudget fürs komplette Jahr, für die ganze Firma. Und dann kann der aus diesem Pool gewisse Marketingaktivitäten beauftragen. Und dann wäre zum Beispiel so ein Film für 500 Euro für euch da inbegriffen. Wenn ihr jetzt aber mit einem Einzelunternehmer verhandelt, nehmen wir mal einen Zahnarzt, der alleine irgendwie ist und der auch über sein eigenes Geld in dem Sinne entscheiden muss, und ihr sagt, hey, mein Imagefilm für dich kostet jetzt zum Beispiel 1500 Euro, dann gehen diese 1500 Euro von seinem Geschäftskonto / von seinem privaten Konto ab, weil ein Arzt ist in dem Sinne kein richtiger Unternehmer. Und dann überlegt er sich natürlich, okay, will ich jetzt meine eigenen 1500 Euro dafür ausgeben? Und diese Hemmschwelle bei dieser Person ist eventuell höher, als wenn du einfach jemanden aus dem Marketing-Team hast von einem großen Unternehmen, der einfach über dieses Geld entscheidet, wo das nicht sein eigenes Geld ist. Dieses Geld geht von dem Unternehmenskonto ab und nicht von seinem eigenen privaten Konto. Und da habe ich natürlich auch immer geschaut oder versucht, solche Personen zu finden, für die das dann kein Problem ist. Was auch ein guter Tipp ist, wenn ihr eine Partnerschaft aufbauen wollt, dann könnt ihr auch zu einem Unternehmen hingehen und sagen, hey, ich würde gerne für euch arbeiten, ich produziere monatlich Content für euch und ich würde das auf 450 Euro Basis in dem Sinne machen. Das heißt, ihr kriegt in dem Sinne einen Festpreis von 450 Euro oder stellt denen einen Festpreis von 450 Euro in Rechnung. Das ist dann ungefähr vergleichbar für die, als würden sie jetzt irgendwie einen Praktikanten für 3 Monate einstellen. Weil diese 450 Euro, da sagen oftmals Unternehmen, ja, kein Problem. Und du gehst dann her und suchst dir dann einfach 3 oder 4 Unternehmen und bietest es denen an und kannst dann auch mit denen so einen kleinen Vertrag auflegen und dann hast du, ja, sag ich mal, 3 bis 4 Aufträge, wo du jeweils 450 Euro reinkriegst. Und wenn du das natürlich ein paar Mal gemacht hast und dann kannst du dir vorstellen, okay, du setzt einmal in der Woche, setzt du dich hin und produzierst Content für die, dass du monatlich, sagen wir mal, 5 bis 6 Videos irgendwie fertig machst, also so kleine Social Media Clips. Und wenn du dann da so deine 4, 5 Kunden hast, dann kommst du schnell mal auf deine 1500 Euro, 1800, je nachdem wie es läuft. Und damit hast du natürlich schon mal eine super gute Basis. Das war's jetzt mit den Infos für die Filmbeginner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr dann hochschrauben könnt, also wie ihr eure Preise noch skalieren könnt, wie ihr bei den großen Jungs mitspielen könnt, dann abonniert meinen Kanal. Dazu wird es einen Teil 2 geben. Und würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wir sehen uns beim nächsten Video.